Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich hier bei meinem Lehrgang PHP 5 für Einsteiger in unserer Lektion 28. Sind wir mittlerweile bei der Frage angelangt, wie man sogenannte Fehlermeldungen einschalten kann und wie man den eigenen Dateinamen, also den Dateinamen jener PHP-Datei angeben kann, in dem sich in dieser Datei unserer PHP-Code befindet. Ja, wozu brauche ich diese Fehlermeldungen? Diese Fehlermeldungen haben wir schon im Laufe unseres Lehrgangs schon kennengelernt. Also wenn du irgendwo einen Strichpunkt zum Beispiel vergisst, wird das auf der Seite angezeigt, normalerweise. Aber es kann sein, dass dein Betreiber, auf dem du eben dann deine Webseiten, also den Server, den du dann seine Webseite hinaufladest, dass der zum Beispiel diese Fehlermeldungen ausgeschaltet hat. Das soll nicht angezeigt werden in der Regel. Dann kannst du hier diese Anweisung verwenden, möglichst ganz oben auf der Seite, Error Reporting E-All. Und dann werden dann trotzdem diese Fehlermeldungen eingeblendet. Eine Stufe schärfer, falls es dein Betreiber zulässt, kannst du dann hier mit Initset dann dir die Fehlermeldungen dann immer wieder anzeigen lassen, dann würdest du nicht mehr hier diese Zeile benötigen. Ist aber die große Frage, ob dein Anbieter deiner Webseite, also des Servers, dann das überhaupt zulassen würde. Aber ein Versuch ist es dann im Fall der Fälle erwert. Dann haben wir die nächste Methode, die wir besprechen wollen, nämlich das Anzeigen des eigenen Dateinamens. Und da habe ich hier eine Gleichung, da wird einer Variable etwas zugewiesen, das ist nichts Neues. Und das Entscheidende ist dann hier, mit BaseName, Klammer auf, $Server groß geschrieben und dann hier als Wert drin PHP Self. Du wirst das nicht auswendig lernen, wenn du das brauchst, sondern kannst du die dann einfach dann kopieren und dann in deine Quelltext einfügen. Entscheidend ist, dass du weißt, was das Ganze hier bewirkt. Es bewirkt, wenn ich das hier dann diesem Wert, der hier zugewiesen wird, dann der Zeile 5 ausgeben werde, dass dieser Dateiname dann ausgegeben wird. Wie du hier siehst, handelt es sich hier um die Datei Seitenname.php und die wird dann tatsächlich hier dann auf der Webseite ausgegeben. Es kann manchmal Fälle geben, wenn man einen Link zum Beispiel legt, dass man dann ausgibt, okay, bitte auf diese Seite verweisen, ohne dass man das immer dann in den Quelltext selber hineinschreiben muss, nämlich wirklich dann diesen Namen, in dem Fall Seitenname.php, und da reicht es dann auch noch für sich, hier diesen Code dann zu verwenden. Wenn man den einmal in seinem Editor hat, kann man den rasch dann an die richtigen Stellen dann kopieren. Und du wirst es dann auch später in einer weiteren Lektion natürlich brauchen, diese Funktion BaseName$Server.php-self. Also bitte nicht vergessen. Deswegen auch gleich diese Aufgabenstellung hier lösen, um eben das Ganze gleich praktisch dann zu probieren. Dann bleibt von meiner Seite hier ein Danke fürs Zuhören, Zuschauen. Also, danke.